Und jetzt? Neueste nationale Nachrichten. Dresden. Unsere Kameraden in Sachsen kämpfen unter Führung des großen Holger Apfel gegen eine Schmutzkampagne. Ein Kamerad der NPD-Landtagsfraktion soll sich vor seinem Computer in einer Sadomaso-Fantasie ergossen haben. Zitat, er holte eine Gerte nun. Flüssiges Wachs läuft über meine Brustwarzen und Brüste. Ich schreie laut auf. Dazu erklären wir von der NPD Folgendes. Erstens, der Kamerad kann sich an nichts erinnern. Zweitens, Holger Apfel kann sich an gar nichts erinnern. Drittens, die NPD-Landtagsfraktion teilt mit, die beliebten Motivpostkarten Nazis bumsen besser und Sex, Gewalt, Abenteuer sind ab sofort vergriffen. Hamburg. Bedauerlicher Abgang des stellvertretenden NPD-Landesvorsitzenden Martin Dembowski. Er reagierte damit auf Vorwürfe, er habe in seiner Freizeit Satanistentreffen besucht und dort eine unappetitliche Sache verspeist. Dazu stellen wir fest, die Sache war braun. Wir bedauern das Ausscheiden unseres Kameraden. Schwerin. Und zum Schluss eine erfreuliche Nachricht. Die Landtagsverwaltung verwehrte unseren Kameraden dort wochenlang deutsches Spüli. Doch der Hygieneführer der NPD, Stefan Köster, reagierte prompt und befahl einen groß angelegten Kaffeetassenaustausch. Pasteurs tauscht mit Köster. Müller mit Andrejewski, Bormann mit Pasteurs. Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe von